Ja, heute Abend treffen wir uns zu einem literarischen Pen and Paper Event, also nachmittags in diesem Fall, nicht abends. Wir spielen heute Cyberpunk. Es ist, kennt man vielleicht von Cyberpunk 2077. Über mir ist auch das Logo, ein Computerspiel, basiert aber auf einem Rollenspiel. Und es gibt dazu inzwischen auch eine Netflix-Serie und einen Roman bei Drömer Knauer, den wir übrigens heute zweimal mit exklusivem Farbschnitt verlosen dürfen. Wer einen gewinnen möchte, kann einfach an mich schreiben, und zwar eine E-Mail an franigo@franigo.de. Sehr einfach. franigo@franigo.de. Schreibt mir eine Mail und ihr könnt einen der beiden Romane gewinnen. Ich lose morgen oder so aus. Ich werde das nachher nochmal sagen zur Sicherheit, damit auch die anderen das bekommen. Yes. Sieht sehr gut aus. Lohnt sich, damit zu machen. Cyberpunk. Ein Genre, in diesem Fall auch das Spitzengenre. Das heißt, wir sind in der fernen Zukunft des Jahres 2077. Menschen leben verbessert durch Technik. Es gibt allerlei finstere Dinge und seine Dystopie. Wir spielen in Night City, dem offiziellen Schauplatz, und dort verdienen sich Leute damit, dass sie im Prinzip professionell Verbrechen begehen. Und das ist die Gruppe, die heute zusammengekommen ist, aber heute begehen sie nicht direkt ein Verbrechen. Heute finden sie sich wieder in einer großen Arena, einem gewaltigen Spielfeld, in einem alten Fabrikgelände, das umgebaut wurde zu einer Arena. Und ihr steht auf euren Startpositionen bereits und in der Halle hört ihr den Announcer der Arena, der euch alle begrüßt zum Thunderloop. Die einzige Arena in Night City mit angeschlossenem Leichenschauhaus. Die Regeln sind ganz simpel. Vier Teams gehen rein. Wer zuerst die Mitte erreicht, gewinnt den großen Preis und die anderen. Naja. Nicht zu. Genau. Ihr vier, sorry, ihr fünf, seid auch dort angemeldet. Allerdings seid ihr nicht unbedingt dort, um einen Preis zu gewinnen, sondern man hat euch angeheuert, um die Mitte zu erreichen und dort in einen bestimmten Access-Port einen Chip einzufügen. Diesen Chip hat Johnny bei sich. Den sollt ihr sicher in die Mitte bekommen und dort unterbringen. Das bedeutet, ihr müsst nicht unbedingt den Thunderloop gewinnen, aber in die Mitte zu kommen ist ohne Gewinn nicht besonders einfach. Und deswegen hat man euch vielleicht dafür bezahlt, andere vielleicht hatten Schulden oder werden erpresst, warum auch immer ihr hier seid. Jetzt seid ihr angemeldet und steht in der Mitte. Auf euch gerichtet sind 1000 Scheinwerfer. Um euch herum fliegen Kameradrohnen, die jeden Moment aufnehmen. Und vor euch ist eine dunkle Landschaft. Und in der Ferne seht ihr auch so Lichtpunkte. In der Mitte ist eine riesige Videoleinwand, so eine vierseitige, wo die Aufnahmen gezeigt werden. Und der Announcer stellt die anderen Teams vor und er sagt, gleich zu Beginn haben wir die Fan-Favorites, die Snazzy Eagles. Ihr seht ein Viererteam. Ihr seht ein Viererteam, die alle so Kleidung mit kleinen LEDs anhaben und auch so Lichttattoos und die bauen sich in so Siegerposen auf und es laufen so synchronisierte Lichteffekte über ihre Körper. Dann haben wir das Team, das zwar noch keinen Thunderloop gewonnen hat, aber mit Abstand den höchsten Bodycount aufgebaut hat. MDK. Und das sind fünf schwer vercyberte, lederbekleidete Personen, bei denen das Geschlecht nicht mehr genau zu erkennen ist unter all der Cyberware. Zum Wie bei zweiten Barbie Mal und Ken. dabei. Zum zweiten Mal dabei haben wir Drones, eine Frau und ihre Freunde. Und dann seht ihr eine Frau mit 1000 kleinen Drohnen, die um sie herumfliegen. Und zu guter Letzt die Neuankömmlinge, Herausforderinnen. Wir begrüßen das, Moment, Team Alpha. Team Alpha ist da. Und dann wird hier auf der Leinwand gezeigt. Was sieht man denn, wenn ihr gezeigt werdet? Leider, wie sieht denn Nova aus? Hab's vergessen.
Aber ich kann euch versprechen, dass Nova auf jeden Fall Brumm-Brumm-Geräusche macht. Also ist egal, ob da ein Auto vorhanden ist oder nicht, ich röre wie eine Maschine. Du hast dein Auto nicht dabei, du kannst Drohnen dabei haben. Ja, aber ich mache trotzdem mit dem Mund einfach Brumm-Brumm. Das ist das. Sehr gut. Dann wen sehen wir denn, wenn wir Otis ansehen? Otis ist, man sieht es vielleicht an dieser schönen Hochglanzproduktion hier bei mir, Mediaproduzent, und er möchte gerne einen Podcast machen über dieses Event. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich hin und wieder mit meiner Tonangel mal irgendwie ankomme und euch bitte, das nochmal zu wiederholen mit ein bisschen mehr Betonung oder so, ne? Also, das wird eine tolle Produktion heute, glaube ich. Wunderbar, dann haben wir Daphne. Ja, Daphne ist eine großgewachsene Frau, breitschultrig, mit einem langen, weiß gefärbten Zopf auf der einen und einem quasi kahl rasierten Kopf auf der anderen Seite, also quasi Kopfseite, wo sie einen Habicht tätowiert hat, der über ihr rechtes Auge hinunterreicht. Freundlich gestaunt. Sehr gut. Dann haben wir Mia. Mia ist eine kleine, drahtige Frau mit dunklen Haaren, relativ kurz, hat als Bewaffnung eine Shotgun dabei und trägt eine Sonnenbrille. Ich hoffe, sie ist verspiegelt. Gibt es sie auch anders? Sehr gut. Und last but not least, der Mann, der den Chip dabei hat, Johnny. Johnny Delacroix hat wahrscheinlich nicht ganz so breite Schultern wie Daphne, sondern ist eher ein schmaler, kleiner Franzose, und er trägt Business-Klamotten und Krawatte, hat als kleine Konzession das Jackett ausgelassen, aber ist der Meinung, dass nur weil man in einem Killer-Dungeon voller irrer Psychopathen ist, heißt das nicht, dass man nicht korrekt gekleidet sein sollte. Sehr gut. Gut so. Ja, also über die Stadionlautsprecher wird auch das Raunen und Rauschen des Publikums eingeblendet. Bei euch wird ein bisschen weniger geklatscht als bei den anderen, vielleicht weil ihr die Neulinge seid. Aber bevor ihr euch auch damit auseinandersetzen könnt, was das bedeutet, gibt es einen lauten Sirenenton und die Scheinwerfer gehen aus, die Drohnen fliegen ein bisschen weiter von euch weg und der Ansager sagt: Thunderloop! Ja, ich kriege ganz genervt, weil das völlig übersteuert hat gerade. Haben wir irgendeine Ahnung, was man hier machen muss? Ja, man soll in die Mitte kommen, irgendwie in die Mitte In die kommen. Es Mitte. gibt immer neue Herausforderungen, Hindernisse, tödliche Fallen, Gegner, was auch immer. Naja, auch so ein Zusatz schon, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ich würde denken, wir beginnen optische Peilung auf die Mitte und wir laufen mal los, oder? Allee, allee, allee. Alle, sehr gut. Ja, immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben, ja. Habt ihr einen bestimmten Plan oder ist es einfach so ein Prinzip? Wie ist denn der Weg vor uns? Also ist es eine große, breite Straße? Gibt es da irgendwie Deckung? Sieht man vielleicht schon ein Fahrzeug, das wir kapern können? Es Was ist sehen wir vor ein. uns? Vor euch seht ihr ein total chaotisches Industriefeld, ne? So alte Fabriken, gewaltige Röhren, Kühltürme, Gebäude mit zerstörten Fenstern, Schutt überall, umgeben von einer sehr hohen Mauer und hin und wieder auch diese Scheinwerfer, die so leuchten. Und die Mitte ist irgendwo halt in diesem Areal. Es sind jede Menge künstliche Barrieren aufgebaut, neue Mauern sind gezogen worden, Gebäude sind offensichtlich versperrt und so weiter. Ja, also man könnte versuchen, entweder direkt zur Mitte zu kommen oder außen entlang zu gehen und eher einen Eingang zu suchen. Wir haben sicherlich irgendeine Smartwatch oder irgendwas, die uns anzeigt, in welcher Richtung die Mitte denn ist, richtig? Ja, also einige von euch haben eingebaute Smartwatches unter der Haut, die Dinge anzeigen können. Korrekt, ja. Ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt im Mall. Ich bin dafür. Begeben?
Ja. Ja. Okay. Um zu schauen, ob es irgendwo was zum Fahren gibt. So mit den Füßen auf dem Asphalt finde ich nicht so gut wie Räder zwischen mir und dem Asphalt. Ja, würfel doch mal Perception. Dafür Ah. nimmt man einen W10, man würfelt den W10, also einen zehnseitigen Würfel, rechnet seinen Wert darauf. Hat man 13. eine 1 gewürfelt, muss man nach unten würfeln. Hat man eine 10 gewürfelt, darf man nochmal würfeln und draufrechnen. Du hast eine 13 insgesamt. Tatsächlich siehst du, es gibt diese Straße entlang, die so außen herumgeht. Da gibt es hinten eine große, ein Stahlwerk, ein verlassenes oder sowas vielleicht. Und du glaubst, dass du dort so Umrisse von vielleicht Motorrädern oder so siehst. Dann gibt's was zu fahren. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Ja, let's do it. sehr gut. Ich habe übrigens die ganze Zeit meine riesige Toshiba-Glock-Pistole gezogen und in der Hand. Ich meine Tonangel. Und ich schneide auch alles mit, ne? Also, das sind schöne O-Töne, die ich hier kriege. Okay, ich halte mich eher hinter dir. Kamera sind jetzt nicht so mein Ding. Sehr gut. Okay. Du kannst ja diese MDK interviewen, die sahen mir sehr intelligent aus. Wen? Die Als Feinde. ihr in Richtung dieser Motorräder oder was immer sein könnte, geht, hört ihr in der Ferne Schüsse. Oh, das ist gut, die anderen eliminieren Genau. sich schon mal ohne unsere Eliminiert Beteiligung. Das ist ziemlich gegenseitig. gut, ja, genau. ich würde gerne auch mal Perception würfeln, Ja, um was zu weil ich tun? mir nicht vorstellen kann, dass diese Motorräder da einfach so rumstehen, ohne dass entweder dort jemand auf der Lauer liegt oder irgendwelche Tripwires gespannt sind oder eine Du ähnliche möchtest Sauerei. bei der Annäherung gerne nach Fallen suchen. Wie, sozusagen, ja. Nach Fallen und hinter, sind es die Hinterhalte oder die Hinterhälte? Also, weiß ich schon. Hinterhalt. Die Hinterhalt. 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 Die Hinterhalt, Hinterhalt, Hinterhältigen. sagt man jetzt. Das ist eine 16. 16. Tatsächlich, als du näher gehst, siehst du, da ist so auf dem Boden jede Menge Schutt. Und du siehst da unter diesem Schutt an ein oder zwei Stellen so kleine Metalldinger herausstarren, die dir sehr stark nach Minen oder ähnlichem aussehen. Vorsicht, könnte ich versuchen, die mit Electronics unschädlich zu Du machen? kannst versuchen, die zu entschärfen, aber das wäre Demolitions in diesem Fall. Das wäre Demolition, lass mich mal eben schauen. Ich würde es mit Demolitions probieren. Ah. Und da wären wir bei einer 21. 21, ja. Also Mia hier vom Boden und kriecht so auf den Bauch vorsichtig ran, keine Vibrationen, kein Gewicht drauf. Und tatsächlich fällt es ihr nicht sehr schwer, diese Minen unschädlich zu machen. Du kannst das rote von dem blauen Kabel unterscheiden. Ich hab sogar mit Sonnenbrille. Dahinter ist tatsächlich, sind mehrere Fahrzeuge. Die meisten davon sind zerstört, aber vorne steht ein einsatzfähiges Motorrad. Eins. Ein. Eins. Tja. Ja, schade für euch. Ist das ein Zweisitzer? Kann ich noch dahinter sitzen? Das ist so eine, ihr wisst schon, so eine Outdoor-Maschine. Also da kann man schon zu zweit drauf, ja. Also, Das heißt, sobald die ich sehe, dass setzen. nur eins steht, renne ich tatsächlich los. Das ist meins. Kann ich die anderen denn irgendwie fit machen, schnellstmöglich? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, das sind Frags tatsächlich. Ja, ich schwinge mich da trotzdem mal drauf. Ich sehe uns schon alle gemeinsam das Ja. Motorrad über die Ziellinie schieben. Ja, du springst drauf. Es hat genug, wie heißt das bei CO2H oder so, ne? Also Alkohol quasi, mit dem es fährt. Und du kannst dich mit deinem, du hast ja diese Moralverbindungen, du kannst dich direkt damit verbinden und das mit deinem
Kopf steuern. Es springt sofort an. Ja, geil. Und weg ist er. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall deutlich sicherer und kompetenter. Oh, der Ansager ertönt. Wir haben ein erstes Opfer. Und dann seht ihr, wie die Kamera so umschwenkt und Billy von MDK ist in die Säurefalle gerutscht. Und oh. R.I.P. Ja. Billy. Schade. Ich okay. Lache. Jubel. Okay, also. Wie wollt ihr weitergehen? Ich denke, wir nehmen das Moped mit und machen uns erstmal weiter direkt auf den Weg. Das oder? Moped, ja, genau. Das Moped, nennt sich das Moped hier? Also, ich fahre tatsächlich. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt einfach mal. In Schrittgeschwindigkeit hinter den anderen her, quasi so möglichst leise. Ich meine, es macht trotzdem brumm, 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 aber so ganz leise. Aber ich glaube, das ist ein Schleichmodus. Also du fährst leise schleichen mit deinem Motorrad. Und mit der Tonangel unter der Nase, weil das brauche ich halt. Ja. O-Ton-Motorrad. Weiter vorne gibt es tatsächlich an dieser Wand, die den inneren Bereich und den weiter inneren Bereich abtrennt, ein großes Tor, das dort hineinführt. Es ist natürlich geschlossen. Okay. Aber es ist auch noch geschlossen, weil ich es mit dem Motorrad auframme. Mit dem Motorrad auframme. Es ist sehr wahrscheinlich, ja, dass danach, also das Tor wird geschlossen sein und du wärst auf, ist die sehr wahrscheinliche Lösung. Auch wenn ich auf dem Hinterreifen heran, okay, na gut. Ja. Und das ist so ein Metalltor oder? So ein großes Metalltor, so, ne, okay. Ihr kennt dieses Tor bei Jurassic Park, so die Richtung, so ein doppelflügiges, gewaltiges Tor an so einer Mauer. Ist da eine Rampe? Okay. In der Nähe. Ach, warum nicht? Da könnte eine Rampe sein. Ich zeige auf die Rampe und lasse den Motor einmal laut aufheulen. Wer will als erstes? Ich glaube, da kann nur einer, oder? Hast du noch ein paar letzte Worte für mich vorher? Was hast du jetzt vor? Ich springe über die Rampe, über das Tor drüber mit dem Motorrad. Wir müssen nicht alle lebend ankommen, oder? Christoph hat gesagt, einer muss als schnell sterben. Was soll ich denn machen? Okay. Vielleicht kann man drüber klettern? Ja, das wäre mein Plan. Wie hoch ist es? Ja, schon so 8 Meter. Ah, dann schaffe ich es auch nicht, dich zu werfen. Ja, also du hast schon so Cyberware, ne? Wer weiß. Toss the Fixer, genau. Das ist mir zu sehr wie in einem anderen Film, an den ich mich nicht genau erinnere. Nein, aber haben wir irgendwelche Ausrüstung dabei? Ich befürchte, meine Krawatte ist nicht lang genug, um sie als Seil zu verwenden. Ihr habt so alles dabei, was ihr dachtet, was nützlich sein könnte. Also quasi, ihr habt vorher gepackt, ihr könnt Seile dabei haben, was auch immer. Genau. Waffen sowieso natürlich. Zigarillos. Das ist auch schön. Sehen wir irgendwen von den anderen Gruppen? Nein. Ist da irgendwer sichtbar? Die sind alle woanders. Okay. Ja. Spricht irgendwas komplett dagegen zu versuchen, das Tor erstmal aufzuschießen? Ja, das hätte ich auch. Ja. Oder? Hat überhaupt jemand schon versucht, das so zu öffnen? Ich schaue mal die Erinnerung nicht, muss das Tor an. Alle runterdrücken. Okay, also wir versuchen erstmal, ob es halt einfach offen ist. Also du gehst hin und stellst fest, dass es hat so zwei so große zum Umlegen so Riegel und dazwischen ist eine schwere Kette mit einem schweren Schloss daran. Okay.
Okay. Bevor ich das angriffe, würde ich auch noch mal nach Fallen oder würde dich noch mal eben bitten, nach Fallen zu suchen, Johnny? Ja, warum nicht? Eine 15. Eine 15, du findest nichts. Offensichtlich sauber. Ja, Sie ist das ist sicher. schon Alles tatsächlich. sicher. Tatsächlich, Mia, hast du so einen kurzen Augenblick, weil das ist halt so ein Schloss, so ein altes Schloss, nicht irgendwie Ja. elektronisch zum Reinstecken und in Dinge drücken, sondern irgendwie so ein Schloss halt, etwas verwirrend. Also im Zweifelsfall würde ich wirklich sagen, Daphne, wollen wir mal draufschießen? Ja, lass Ne? uns schießen. Ich Ja. nehme die Pumpgun. Nee, warte, ich nehme die Very Heavy Pistol und schieß einfach drauf. Okay. Also, du schießt drauf, du kannst einfach mal, mach mal so einen ganz normalen Angriffswurf mit Handgun, also mit der Waffe, Ja. da ist ja so ein Wert dahinter. Das ist mein Zehner, ne? Genau, der ist der Zehner. Genau. Okay, das wäre ein Reinfluss. Das sind 16. Ja, du machst einen sauberen Treffer aufs Schloss, da würfel mal Schaden, bitte. Jawohl. Vier, warte mal, vier diese. Wenn ich jetzt auch noch rechnen könnte und lesen, was da steht. Sind 11, sind 14, sind 16. 16, aber keine 2-6er. Nein, nur einer. Okay. Du triffst einen guten, das Schloss mit einem guten Treffer, du zerstörst es auch, also knacken ist jetzt nicht mehr möglich, aber noch ist es nicht ganz auf. Aber ein bisschen Gewalteinwendung wird da wahrscheinlich helfen. Einmal reißen? Nö, na, okay. Okay. Ja, also willst du was machen? Du kannst einfach deine dahinstellen und mit deiner versagenden Nase. Es gibt ein metallknarzendes Geräusch. Und diese Kette zerreißt und das Tor Wow, schwingt so okay. langsam nach innen auf. Was sehen wir? Dahinter ist eine dunkle Gasse, die zwischen zwei hohen Türmen, so Abgastürmen, durchführt. Es ertönt ein Gong. Dong. Team Alpha hat es als erstes in den inneren Bereich geschafft. Liebes Publikum, jetzt ist eure Zeit. Seid ihr Fans von Team Alpha und ihrem Vordringen? Oder wollt ihr lieber, dass die Snazzy Eagles wieder gewinnen? Drückt jetzt eure Knöpfchen, rot oder grün, und sendet ihnen Hilfe oder nicht. An die Chats, ihr könnt jetzt mitmachen. Wenn ihr einen Plus in den Chat schreibt, dann wollt ihr, dass Team Alpha geholfen wird. Schreibt ihr ein Minus, dann wollt ihr, dass Team Alpha behindert wird. Ich habe böse Vorahnungen. Ich habe auch Ja. böse Vorahnungen. Das war das Einzige, was vielleicht helfen könnte. Leute, wollt ihr echt, dass die Snazzy Eagles gewinnen? Ich Wie meine ehrlich, unmöglich wäre das Oh, denn? der Twitch-Chat ist sehr, sehr gespalten. Oh, ja. Immerhin, Okay. immerhin. Sobald wir durch das Tor Aber durch sind, würde ich übrigens gerne was machen. alles klar, warte. ja, genau. Was? Leider zählt das 3-. Warum? Tja, schade. tatsächlich, wenn ich die beiden Chats zusammen sehe, würde ich sagen, dass Team Alpha offensichtlich der neue Publikumsliebling ist. Es gibt ein paar, die euch nicht so toll finden. Ich habe die Namen aufgeschrieben, aber. Ich auch. Aber vielen Dank, Leute. Wir wollen Vielen eine Dank. Vielen Dank. Liste. Vielen Dank. Tatsächlich gibt es einen weiteren Gong und der Announcer sagt: Team Alpha, wunderbar! Unser neuer Favorit. Wir haben für euch Ratten, Ratten, Ratten. Und dann Cool, tauchen da cool, Löcher um cool. euch herum, plötzlich so kleine quiekende Ratten auf, die auf euch zurennen. Und als sie näher kommen, seht ihr, dass es kleine Androiden sind, kleine Rattenroboter, die jeweils so einen kleinen, so mit roten, rot leuchtenden Augen punkten und obendrauf so einen kleinen Timer haben. Oh. Oh, nice. Jeder von euch hat eine kleine Selbstmordbombenratte dabei jetzt. Ach, süß. Super. Ach, hängen die sich dran jetzt an Die uns? kommen für euch und Ach, die es kommen, sind fünf okay. Stück. Also, ja. Sehr gut. Ach, nett. Okay, sehr gut.
Eine Ratte für jeden Adler, würde ich sagen. Okay, also Tom wollte irgendwas machen. Diese Tore, durch die wir jetzt durchgegangen sind, ja. Und die, so hoffe ich, bald auch die anderen Teams den inneren Bereich betreten werden, gehen die nach außen oder nach innen auf? Wir gehen nach innen auf. Okay. Ich würde sagen, wir machen sie auf jeden Fall wieder zu. Mhm. Also nicht verschließen, okay. Aber so anlehnen. Und irgendwo ein Stück dahinter, also so, da ist ja irgendwie eine Wegung oder eine Straße oder irgendwas dahinter wahrscheinlich. Ja, genau. Ich nehme aus meinem Equipment das lange Monofilament Wire, mache es an einer Wand fest, und zwar ungefähr so auf dieser Höhe, und ziehe es bis zu der anderen Wand. Okay. Und spannt es also quer über die Straße. Okay. Ja. Okay. Ja. Für alle Motorradfahrer. Für alle Brummbrums. Also, oder für alle, die sich schnell bewegen. Ja? Für alle, die sich schnell bewegen, alles klar. Ein bisschen weiter entfernt gibt es eine Explosion. Vor uns? Eine Ratte. Nein. Zur Seite hin so. Ah. Also außerhalb des inneren Bereichs. Ja, außerhalb des inneren Bereichs. Mhm. Gut. Vor euch ist quasi so eine hohle Gasse. Wollt ihr die entlang gehen? Durch diese hohle Gasse. Ja. Also müssen wir kommen. Die beiden Türme machen mir schon so ein bisschen Sorgen, weil es sind ja so ideale Stellen für Camper. Aber ich würde denken, no risk, no fun. Ne? Ja. Am besten immer schön an der Wand bleiben. Mhm. Schön weit auseinanderlaufen. Irgendeiner. Nur nicht in der Mitte der Straße laufen. Ja, ich würde mir die Türme trotzdem ganz gerne ansehen. Ich habe ja ganz gute Augen. Sehe ja, du, ich da hast denn ein, irgendwas? Du hast deine Cyberaugen vergrößert. Ja. Als du hoch siehst, durch den, so ein bisschen Rauch in der Luft, und es ist natürlich dunkel. Aber tatsächlich siehst du oben auf den Türmen so mechanische Aufbauten. Und du würdest davon ausgehen, es könnte sich um Geschütztürme handeln. Oh. Meine Ratte, kann die gut klettern? Ratten können sehr gut klettern. Ja. Okay. Ich beuge mich zu meiner Ratte runter. Doch, es war eine kurze und schöne Zeit mit uns beiden. Ich lege sehr viele Emotionen drauf, weil ich ja weiß, ich nehme das auch gerade auf und das wird ein guter Moment in meinem Podcast werden. Und ich gebe ihr jetzt den Befehl, zumindest einen dieser beiden Türme in die Luft zu sprengen. Okay, die Ratte guckt dich an. Also zumindest das Geschütz, ich weiß nicht, wie viel Sprengstoff die Ratte dabei hat, aber... Ja, die Ratte guckt dich an, sie ihre Barthaare zucken so ein bisschen, sie wischt sich über die Augen, sie nickt und dann springt sie von der Hand runter und rennt los und ihr seht so zwei kleine rote Punkte, diese die Turmwand hochrennen. Und kurze Zeit später gibt es oben ein lautes Boom. Gibt es auch noch irgendwas wie ein Ah oder so? Nein. Okay. Verlassen wir uns drauf, dass die genau irgendwie so in der Mitte sich treffen würden. Das heißt, wenn wir jetzt auf Seiten des zerstörten Geschützes fahren, dass uns das andere Geschütz nicht erwischen kann? Oder schicken wir besser noch eine zweite Ratte, um auch das Geschütz auf der anderen Seite kaputt zu machen? Also gibt es einen toten Winkel quasi jetzt. Genau. Das wird davon abhängen, wie der Turm ist. Noch ist er nicht ausgefahren. Es könnte sein, dass er halt runterklappen kann. Ne? Oh. Aber das wisst ihr nicht. Ah. Risiko. Oh, Vera, wir werden ihn sehen. wenn das Donnern und Krachen der Explosion verklungen ist, würde ich gerne mal, da wir auch schon außen da jetzt eine Explosion gehört haben, vielleicht mal kurz verharren und mal ich habe so eine Cyber-Audio-Suit. Mhm. Das heißt, ich habe wahrscheinlich auch einen Amplifier. Ja, hast du. Mal in die Richtung, mein Mikroohr in die Richtung richten und mal so ein bisschen drehen und gucken, ob ich irgendwas höre. Ja, du hörst Motorengeräusch von draußen vor dem Tor. Oh. Vielleicht sollten wir uns suchen eine schöne Deckung für einen Interhalt. Hm.
Deko. Kann man diesen Turm eventuell betreten und von innen begehen? Nö, ne? Also das ist so ein Abgasturm, ne? So Okay. richtig so ein Schlot quasi. Der hat schon früher Okay. mal wahrscheinlich begehbare Teile gehabt, aber du siehst jetzt nichts. Gibt es den Cover? Also im Sinne von, wo man sich verstecken kann? Es gibt jede Menge Schutt Ja. und Geröll und runtergebrochene Teile und so weiter. Es ist ziemlich dunkel natürlich. Weil wenn wir die im Rücken haben, das ist ja unerfreulich. Das ist total unerfreulich. Ich würde auch denken, wir verschanzen uns und ich würde mal meine Ratte nehmen und würde die in Richtung des Tores schicken und sie soll sich halt zwischen die beiden Tore. Diejenigen, die dem Monofilament-Draht entgehen. Genau. Genau. Die werden von der Ratte erwischt. Also gut. Du. Die Ratte guckt dich mit großen rot leuchtenden Augen an, nickt, springt von deiner Hand und rennt auf das Tor zu, das in diesem Moment tatsächlich aufgestoßen wird. Und ihr seht, dass MDK minus des Säureopfers durch das Tor gestürmt kommen. Ich würfel mal, ich habe auch einen Würfel, ich würfel mal für MDK. Das sieht nicht gut aus. MDK rennt herein und rennt in das, der Erste, der vorrennt, rennt in das Monofilamentseil. Und es gibt so ein unangenehmes Geräusch, als diese Person so da reinrennt, so ein Gurgeln und dann stehen bleibt und dann so langsam an diesem Seil, also diesem Draht herabrutscht und in zwei Teilen zu Boden fällt. Filet mignon, mes amis. Filet mignon. Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen einmal? Filet mignon, putain. Perfekt, Dankeschön. All great fighters call out the finishing Die Frage ist, was die anderen machen. Da sind ja immer noch Wie welche viele sind übrig, das ja? jetzt noch? Ja. Es sind noch drei tatsächlich, die sich rechts und links in Deckung werfen, was Okay. in dem Augenblick auch die Explosion der Ratte hervorruft. Und sie werden schon angeschlagen, springen diese rechts und links in das Geröll und beginnen wild zu schießen, Granaten zu werfen und so weiter. Ist bei euch leiser auch eingefroren? Ist das nur bei mir? Bei mir ist sie auch Ich eingefroren. dachte, die ist völlig fassungslos, was hier gerade passiert. Eigentlich hätte uns bei übertriebener Gewalt, wenn Leiser schweigt, jetzt muss uns auffallen. Ja. Ja. Das sagt ja vorhin schon, sie habe Internetprobleme, ne? Ja. Ich würde mich mal hinter so einen Geröllhaufen werfen und meine Assault Rifle in ihr Anschlag bringen. Alles klar. Scheint mir ein exzellenter Plan, das mache ich auch und würde die Shotgun. Ja, und einfach Also, mal, wenn ich irgendwen sehen kann, ja, Daphne und kann ich Mia mich. werfen sich in Deckung. Johnny wahrscheinlich auch. Otis, Ja. den besten Soundwinkel hättest du, wenn du dich stehen bleiben Das ist wahr. Dafür bin ich in Versuchung jetzt. Kann ich das ein Stück näher rücken irgendwie? Also kann ich das so einen Hechtsprung wagen hinter eine Mauer, die mich in eine Na bessere klar. Position. Sehr gut, was würfel ich da? Ups, und da sind wir verschoben. Ja, Ja. da ist sie raus aus dem Call. Ja, sie ist in perfekte Deckung gegangen. Ja, Genau. und das wird auch niemand mehr erwischen. Sobald sie wir sehen, sie wir. Genau. Hallo, mein Name ist Johnny oder auch Tom. Ah, da ist die Leinwand wieder. Aber immer Aber noch sie hängt eingefroren. schon wieder. Ja, da bewegt sich was. Ah, ich sehe was. Ja. Ja. Okay. Offensichtlich sind hier gerade in der Region sehr starke Inhaltsausfälle. Oh, wie schön. Oh, du Armer. Ist okay. Ich hoffe, ihr habt alle hingeschnitzelt. Nein, Noch nicht so noch ganz. nicht. Ja, Also, wir aber haben noch genau einen es ist wichtigen noch ein Moment. bisschen Frischfleisch für dich übrig. Geil. Ich suche noch den richtigen Winkel für meine Aufnahme. Okay, Ich du meine, hast. sollen wir so Otis sagen, so wie er jetzt hinter dem Steinhaufen liegt, dass das Mikro rausguckt?
Also du hast die welchen gewürfelt, hast du und was hast du denn gehabt? Evasion, okay, warte mal. Das ist eine Evasion 2 plus 11, also 13. Immerhin 13. Sehr gut. Du Ja. springst unter so einen Schutthaufen, aber Ja. tatsächlich dein Mikro schaut heraus. Eine Ja. Splittergranate explodiert so in der Mitte dieses Areals und du spürst, wie so dein Mikrobaum rumgerissen wird und siehst, dass du hast ja so einen fluffigen Aufnahmewollschutz wahrscheinlich, wie der so in Fetzen gerissen wird. Nein. Nein. No. Man hört einen sehr dramatischen Schrei, wie man ihn im Thunderdome noch nie gehört hat. Ich Können verliere es, dass ich jetzt dabei MDK bin. Was mache ich jetzt? ihren Bodycount um 5 weitere erhöhen? Oder wird Team Alpha die gefährlichsten MitspielerInnen ausschalten? Sehen Sie weiter nach einer kurzen Werbepause. Aber wir spielen weiter. Gut, Ja. genau. So wie früher in den Heine-Büchern. Oh, unsere Helden sind in Gefahr. Sie hätten jetzt gerne eine leckere, warme Mahlzeit, wie zum Beispiel diese Fünf-Minuten-Zerlesen. Entschuldigung, der Kater sitzt auf dem Schreibtisch und macht Unsinn. Ich warne nur mal vorfalls. Ich fürchte, Nova ist mit ihrem Moped gegen das Tor gefahren und ist ausgenockt. Okay, da muss der Restwerk was machen. Also, Daphne, du wolltest schießen, ne? Ich wollte Ja, schießen. schießen auf jeden Fall. Ich will das Schießen, effektiv. genau. Ja, Ja, ich auch. Daphne, Wen dann sehe ich schieß doch denn? mal. Also ich schieße jetzt mal auf den, der oder der mir am nächsten ist. Wer ist denn das? Alles klar. Das Wen sehe ist ich so da? eine dunkle Gestalt mit zwei Ja. Cyberarmen und die hat so ein verchromtes Gesicht mit so fünf großen Augen, so Cyberaugen. Okay. Ich ziele auf die Augen. Okay. Und zwar mit meiner Assault Rifle. Assault Rifle. Da habe ich 4 plus 3 sind 17. 17? 17. Oh, das ist so gerade eben mein Treffer. Okay. Du musst jetzt Okay. hast du deinen Schaden würfeln. Ah, ich habe jetzt nur 40. Moment. So. Ich muss einen dann nochmal. Das ist eine 6. Das sind 10, 14 und 1. 14, Und da ist er 17. wieder weg. 17. 17 Schaden, ja. Also einiges von deinen Schüssen schlagen in diesen Geröllhaufen ein, aber du siehst auch, dass du die Person in die Schulter trittst. Die schießt allerdings zurück. Okay, also ich wollte auf die Augen schießen und habe die Schulter getroffen. Ja, du hast so Das eine fühlt Salbe sich jetzt schon getroffen. hart in meinem. Es waren nur fünf Augen da. Wie wird soll man da treffen? Okay. Das ist eine, so nicht die Schulter. Oh, Das ist ja. du wirst Wie also ein getroffen. Wutanfall, okay? Ja. Okay, du wirst Und werfe getroffen mit und Geröll, ja. darfst dir selber 4W6 Schaden würfeln. 4W6. 4W6, ja. Okay. 1 und 7 ist 8, sind 10, sind 14. Dann ziehst du deine Rüstung davon ab, das müssten 11 sein, dann gehen 3 durch. Du kriegst 3 3 Schaden. gehen durch. Okay. Okay, wer möchte Und noch prüfe ich den schießen? Schaden ganz ab. Ja. Ich möchte auch gern schießen. Ja, mit Und deiner will das Shotgun. Moment mit meiner Shotgun, ganz Alles klar. genau. Und meine Shotgun und ich produzieren eine 19. Das ist genau ein Treffer, dann darfst du deinen Schaden auswürfeln. Das sind 5d6, sehe ich das richtig? Steht dabei. Das ist 11. Das bleibt in der Rüstung hängen. Schießt zurück. Trifft dich. Aha. Du kannst dir selber 4W6 Schaden würfeln. 4W6 Schaden. Ja, super. Da würfel ich jetzt natürlich deutlich besser und mache mir mit 4W6 16 Schaden. Sind da zwei Sechsen dabei? nein, es sind 4 Vieren dabei. Ja, sehr gut. Okay. Eigentlich dachte ich ja, die Videofeeds werden so hinterlegt, dass sie sich nicht wechseln würden, aber es hat sich offensichtlich geändert. Deswegen switchen wir jetzt einfach wild rum, lieber Chat. Liebe Chats, kein nicht wundern. Die Namensschilder sind optional.
Schall und, Schall und Rauch. Das Schöne an Rollenspiel, jeder kann mal in die genau, Rolle des jeder, anderen man kann schlüpfen. einfach nur so denken, wenn man sonst nicht ist. Und da frage ich mich auch, sind wir nicht alle ein bisschen Markus Meier? Sorry. Okay. Mein nächster Charakter, das ist so geil. Ja, ich glaube auch, also. Ja, Liza hat sich die Haare schwarz gefärbt und sich im Bart wachsen lassen. Finde ich. Wie komplex sind denn die Kommandos, die diese Ratten verstehen können oder befolgen können? Das weißt du nicht. Das sind kleine Roboter. Die werden jetzt nicht so komplex sein, aber sie können wahrscheinlich einfache Befehle verstehen. Mhm. Weil, also irgendwie sind die Typen zu vercybert und ich möchte meinen Kopf irgendwie nicht unbedingt nach oben tun. Also nehme ich stattdessen die Ratte auf die Hand und sage ihr quasi genau, wo sie da hingehen soll. Ja? Und dass sie dort explodieren soll. Explodiere erst, wenn du das Rote in seinen Augen siehst. Okay. Die Ratte rennt los. Mhm. Otis, was machst du? Ich bin emotional jetzt völlig aufgewühlt. Ich habe gerade das verloren, was mir am liebsten eigentlich ist, am wichtigsten. Ich sehe natürlich auch meinen Millionen-Podcast-Deal dahingehen. Also springe ich auf, rufe, ihr Schweine habt meine Tonangel auf dem Gewissen und fange an, los zu schießen. Okay, würfel doch mal deine Waffe. Ja, das ist eine Pistole und es ist eine 12 plus 11, das macht 23. Ein sauberer Treffer macht einen Schaden. Muss ich den noch auswürfeln, den Schaden? Das... Ja, da sind W6er dahinter stehen da. Okay, warte mal. Ach so, nee, warte mal. Ich habe jetzt Schaden 3D6 gewürfelt gerade, weil ich dachte... Nee, das ist der Schaden. Okay, was würfel ich für Angriff? Den W10 plus den Wert, der dahinter steht. Ach, sorry, ja. Ich war schon beeindruckt. Ich war auch beeindruckt. Ärgere ja, nie ist... einen Podcaster. Das Einzige, was ich kann, ist Ton aufnehmen. Das ist eine 15. Mit der Pistole trifft das. Ja, sehr gut. Was für einen Schaden? Kann ich jetzt meinen Schaden nehmen, den ich eben gewürfelt habe? Na klar. Das ist dann eine 12. Okay. Ja, du triffst einen von denen. Bam, bam. Und die siehst irgendwie so Blut aufspritzen. Sehr gut. Okay. Allerdings schießt sie auch zurück. Ah, verdammt, ich hätte es mir denken können. Das ist dein Treffer, du bekommst 4d6 Schaden. Oh. Liza, kannst du mich hören? Ich kann dich hören, kannst du mich hören? Ja, wunderbar. Was machst du denn? Okay. Ich kann Ursula nicht sehen, aber. Ich auch nicht. Und da ist Liza wieder weg. Nee, die ist verschwunden. Nee, ich bin da. Hallo. Okay, ja. Du bist da, alles klar. Dann, was machst du? Was ist denn die Sachlage? Die Sachlage ist, ihr seid in einem wilden Feuergefecht mit den drei Überlebenden von Murder, Death, Kill von MDK. Murder, Death. Okay. Ja, der Film. Ja, okay. Sanfte Grüße, Bürger. Kann ich einen von denen umfassen? Ja, klar. Ich will einen von denen umfahren. Würfel mal auf Drive. Ja. Das ist eine 9 plus. Ich mach das spannend. Achso, nee, 9 plus 6, 27, ich habe schon gesagt. Achso, okay, das kam nicht durch. Entschuldigung. So leid, aber die Anzeige ist sehr lustig die ganze Zeit. ja, also. Ich bin auf Reise nach Jerusalem so ein bisschen. Ja, aber total. Also, Nova gibt Gas, der Motor heult auf und sie rast auf die Leute zu. Die Person, die gerade auf Otis schießt, sieht das zu spät und Nova macht so einen Sprung über Geröll und trifft sie mit dem Hinterrad am Oberkörper und schleudert sie so hinten gegen die Wand und landet dann wieder so ganz elegant und macht so ein Power-Akira-Slide.
Und dazu mache ich Brumm Brumm. Mother. Sehr gut. Okay. Tatsächlich seht ihr, dass die, ihr hört so seltsame Töne so nah an der Hörgrenze, so überschallartig, und dann beginnen die sich zurückzuziehen. Durchs Tor zurück. Das hat nichts zu bedeuten, das stimmt. Nein, nein, nein. Ein gutes Zeichen, wir haben ihn Angst gemacht. Also Nova glaubt, dass es an ihr liegt. Da haben sie aber die Rechnung oder die Ratte gemacht. Das stimmt, die Ratte ist noch da. Gut, dass du es sagst. Wie eine von diesen versalberten Gestalten springt auf und ihr seht, auf der Schulter sitzt so eine kleine Ratte. Und ihr merkt, dass in dem Augenblick dreht sich um und dann spiegeln sich die Augen, die leuchtend roten Augen der kleinen Ratte in den Augen, in den Cyberaugen dieser Person. Die Ratte wird das Rot in den Augen und explodiert. Die letzten zwei MDKs ziehen sich hinter das Tor zurück, falls ihr sie lasst. Nee. Also in alter Rollenspieltradition, wenn jemand wegläuft, versucht man ihm natürlich in den Rücken zu schießen. Okay. Ja. So ist es Brauch nach alter Väter. Also, ihr müsst nicht groß würfeln, ihr seid zu fünf, ihr seid schwer bewaffnet, ihr schießt, während sie weglaufen, oder fahrt sie um. Und tatsächlich erreicht keiner von ihnen die Sicherheit der Deckung hinter dem Tor. Verschwindet damit auch dieses wirrende Geräusch? Was ich gerade gesagt habe. Achso, ja, das verschwindet auch, genau, ja. Oh, okay, ich habe mich gefragt, ob es die Drohnenfrau ist, aber Gefahr gebannt natürlich viel besser. Vielleicht haben wir irgendeine hochfrequente Kommunikation oder irgendwas. Ja, das stimmt, wenn wir es gibt ein, Sirenengeräusch und die Anzeige geht, MDK ist draußen, drei Teams bleiben übrig. Sehr gut. Ja, dann Go Alphas weiter. Ja. Ja, geht immer weiter. Auch auf den Turm achten. Ja, ja, irgendwie so im, ja, im Windschatten dieses Turms. Ja, macht doch alle mal Stealth, bitte. Einen Stealth-Wurf. Okay. Okay. 14. 17. 16. Das Motorrad nicht schlecht. 16. 11. Mein Motorrad macht ganz leise. Okay, also. Ich bin. Daphne ist zu cool, um ordentlich zu schleichen. Und bevor ihr eine Warnung rufen könnt, hört ihr von oben das Aufdonnern einer Waffe. Okay. Und uiuiuiui. Ein Glück. Das ist ein sauberer Treffer. Daphne, du darfst dir 5W6 Schaden machen, als der Turm beginnt auf dich zu schießen. Okay. Es gibt so ein Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du von oben. Das ist 8, 9. 12. 12 Schaden nur. 12 Schaden. Da geht einer durch. Na, hallo? Ja, ich habe den. Haha, sehr gut. Ich liebe meine Rüstung, das ist wirklich cool. Okay. Ja, um euch herum schlagen diese Geschosse ein. Der Turm hat so ein rotes Laserziel, das euren Wegen folgt. Aber als ihr euch dann beeilt, erreicht ihr so diesen Radius, wo dieser Turm dann wieder zurückfährt. Gut. Ihr seid im innersten Bereich und der einzige Weg, der sich vor euch öffnet, ist in so eine große Fabrikhalle hinein. Okay. Wann? Nochmal nach. Ist die auf, die Fabrikhalle? Die ist offen, ja. Noch einmal die Gegend absuchen. Absuchen, ablauschen. Mhm. Tatsächlich hast du jetzt keine. Hast du nichts, siehst du nichts. Sehr gut. Brauchst nicht würfeln.
Otis, Okay. dein Mikrofonarm ist noch zu retten. Das ist ha Nein. hauptsächlich hat es hauptsächlich hat es die den fluffigen Teil erwischt. Also es wird jetzt ein bisschen Rauschen geben bei der Aufnahme, aber das Ja. kannst du ja später rausfiltern. Da gibt es KI für. Leute, Leute, gute Nachrichten. Der Podcast ist doch nicht abgeschrieben. Sehr Gleichzeitig denke ich aber jetzt an den Hall, in dieser Halle, in der wir uns jetzt befinden. Ja, das ist ja auch keine ja. gute Aufnahmesituation, aber da müssen wir jetzt schnell durch, denke ich. Ich denke auch. Aus welchen Gründen auch immer, aber wir haben zufälligerweise dasselbe Ziel. Okay, ihr wollt in dieser Halle ist tatsächlich aufgebaut, da sind jede Menge so Obstacles, so Dinge im Weg, ja, alte Maschinen, reingezogene Wände. Es hat so was Labyrinthartiges. Was für Ich würde Maschinen? mal Brummbrummaschinen oder so Fertigungsmaschinen? so Fertigungsmaschinen und Ah, so. ja. Ein alter Ich würde Feuerwehrwagen. mal vorschlagen, dass wir vielleicht mal eine der Ratten vorausgehen lassen. Hat er gerade alter Feuerwehrwagen gesagt? Ja. Er sagte gerade alte Feuerwehrwagen. Ist der leider ein Glück. Sammeltrieb geweckt jetzt. Ist der brummbrummfähig? Sollen wir mal ansehen? Ja. Also, die Reifen sind alle ziemlich zerstört, aber als du dich einstöpselst, die Diagnostik sagt, Ah, Gott, nicht. er würde funktionieren, allerdings ist der Tank leer. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ja. Der Tank jetzt, Lisas Tank ist auch leer. Ja. Und die anderen Hindernisse sind einfach so Gerümpel oder Ja, so irgendwas Wände Spezielleres. und Geräte und so Kram. Also es ist ein ziemliches Durcheinander, ne? Also es sieht fast aus wie eine alte Fabrikhalle, aber es ist definitiv so angerichtet, dass es halt so labyrinthartige ist. Okay. Ich habe ja, was habe ich? Ich habe ein Bio, Moment. Nein, Dings. Einen Biomonitor, das heißt, ich kann theoretisch schauen, ob da irgendwas Lebendiges rumkreucht Nee, in tatsächlich, mir. der Biomonitor sagt dir, wie lebendig du bist. Der überwacht deine Ach so, Funktion. okay, ich dachte, der ist so ein bisschen Nee, schade. du hast Ich ja, dachte, der ist so also ein du bisschen soziale häufig, Kamera und so. nee, tatsächlich ist das so, Okay. dass du häufig, wenn Okay. du getroffen wirst, das nur bei deinem Biomonitor feststellst, weil du so verscheitert Verstehe. bist. Ja, okay. Ja, dann lasse ich das mit dem Scannen des Gerümpels. Wäre es theoretisch möglich, tatsächlich die Ratte einfach vorauszuschicken und zu schauen, ob irgendwas, also ob es irgendwelche Bewegungssensoren zum Beispiel gibt, die Waffen auslösen oder so? Ob sie das erkennt, weißt du nicht. Du kannst natürlich einen Befehl geben, ob was sie dann macht, kannst du nicht sagen. Ja, ich Aber wollte sie kann sonst ihn sehen, was wäre, ob sie auslösen. geschossen wird. Genau. Also ich würde mal so eine Ratte voranschicken. Okay, du schickst so eine Ratte voran, die läuft los und beginnt da so in dieses Labyrinth reinzulaufen. Und kurze Zeit später gibt es eine große Explosion. Ah. War Okay. eine gute Idee. Jawohl. Dann haben wir auch nur zwei Ratten, ne? Ja. Ich glaube, Genau. zwei sind noch da, ne? Ja. 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 Wir können erstmal Was? bis dahin gehen, wo die Explosion war. Der Weg sollte sicher sein. Ja. Ja, was einmal in die Luft geflogen ist, kann nicht Genau. zweimal in die Luft fliegen. Verstehst Also. du? Ja. Das stimmt, ja. Okay. Also, ihr folgt diesem Weg und seht tatsächlich so einen kleinen Krater, wo die Ratte war. Und geht weiter und könnt mal alle Perception würfeln. Yes. Hey, was ist mit meinem Feuerwehrwagen passiert? Perception. 15. Da hast du lange drüber nachgedacht. Ah, dein Feuerwehrwagen, ja. Der theoretisch könnte der fahren, aber er hat keinen Sprit. Scheiße. Wie, ich habe gerade eine 1 gewürfelt. Was passiert dann? Ja, Muss warte mal, nochmal du würfeln. würfelst nochmal und ziehst das zweite Ergebnis vom ersten ab. Also du würfelst quasi nach unten. 1 minus zweiter Würfelwurf plus dein Wert. Okay. Da habe ich eine 10. Insgesamt. Ja, also ich bin noch sehr mit meiner Angel beschäftigt, um die wieder gerade zu biegen und so. Okay. Was würfeln wir gerade? Perception. Perception. Ich habe 15. Ich auch. 18.
Mia, dir fällt auf, hier sind für die ganzen Strahler und fest installierten Kameras und so weiter, sind Kabel verlegt und dir fällt auf, dass sie zu so einem Kabelbaum gehen, der an der Seite verschwindet im Boden. Und du siehst da so eine Klappe, so eine Zugangsklappe. Ich würde diese Klappe mal öffnen. Die ist verschlossen und das ist offensichtlich eine quasi zum Hinterbau des ganzen, der ganzen Arena für die Maintenance und so weiter. Wir könnten den Strom Ich, abschalten. wir könnten den gesamten Strom abschalten. Ich würde Daphne mal bitten, auf diese Klappe zu schießen. ich schieße einfach mal auf die Aber haben die anderen nicht auch einen Vorteil? Ja. Okay. Ja, aber die wir ja einfach besser sind. Die Frau mit den Drohnen. Die Frau mit den Drohnen. Das stimmt, die Drohnen haben wahrscheinlich. Die sind nicht, die hängen nicht an, die müssen wahrscheinlich Naja, auch noch geladen werden die nächsten aber Tage. andererseits, unsere Waffen hängen halt auch nicht an der Stromversorgung. Geil, die Frau mit den Drohnen muss alle halbe Stunde erstmal nach Ja, genau. Oh nein, falscher Stecker. Alles Hier ist nur USB-Z, ich brauche USB-A. in der dystopischen Zukunft gibt es 40 verschiedene Anschlüsse. Okay, also Daphne, du schießt ein paar Mal drauf Ich und schieße einfach ein paar Mal drauf. danach lässt sich die Klappe öffnen. Was sehen? Viel Kabel? Es geht Kabel drunter her und tatsächlich seht ihr, dass dort so ein niedriger Tunnel ist, so ein Wartungstunnel, der in Richtung Zentrum der Arena führt. Ja, Jackpot. Ja, Klappen. ja, Doch, genau. super. Ja. Wie niedrig ist niedrig? Ich bin ja groß, aber also wie niedrig muss ich Also mich so auf allen niedrig, Vieren? dass du schon fast auf allen Vieren kriechen musst. Ja, der Rest kann so Ah. gut gehen, du musst ziemlich runter. Naja. Naja, Klingt aber naja. gut. Für die Sache, oder? Okay. Ja, ist in Ordnung. Lass uns ein bisschen kriechen. Ja. Wollen wir den Eingang zu dem Tunnel mit einer weiteren Ratte vermieden? Ich sehe schon die Voll auf der Ratten. Ratte. Ich halte übrigens, Christoph, ich halte übrigens ab hier die ganze Zeit Ausschau nach dem vereinbarten Zeichen Okay. Ja, alles für klar. das Paket. Gut. Ja, das kannst du tun. Ihr steigt runter, ihr sagt einer Ratte, sie soll explodieren, wenn jemand diese Klappe dicke tut. Die hält sich so an den Einschusslöchern unten an diesem Ding fest. Und wenn sie aufklappt, Perfekt. dann. Halt super, die Hero Rat. Ja, aber ehrlich. Ja. Und dann geht ihr in diesen Wartungstunnel und bewegt euch da entlang. Ihr kriegt übrigens in dem Augenblick in eure in ihr Kopfmikros, kriegt ihr einen so ein Rauschen und dann so einen SpielerInnen verlassen das Gelände. Achtung, SpielerInnen verlassen das Gelände. Ich finde es voll nett, dass die gendern. Ja. Aber der Weg zurück ist jetzt vermint, ne? Also. Ja. Ja, und außerdem bei uns ist es ja auch nicht, wir wollen ja nicht gewinnen, wir wollen ja nur in die Mitte, um diesen Chip Ja. einzustöpseln. Ja. Ist bei uns ist ja Genau. Latte. Okay, Aber die tatsächlich meinen folgen euch. wahrscheinlich uns. Ja, ich meine wahrscheinlich uns, ne? Also Die uns. meinen wahrscheinlich euch, ja. Also diese Ja. Kameradrohnen tatsächlich, die bleiben so draußen hängen. Die scheinen hier unten nicht zu funktionieren. Okay. Das ist Das voll der ist ja gute Plot-Twist für einen Podcast jetzt, dass wir eigentlich ein ganz anderes Ziel haben Ja. und so. Guter Cliffhanger für das Ende der Folge. Ja, jetzt bist du auch exklusiv mit deinem Podcast. Okay. Genau. Absolut. Die Geschichte kann niemand anderes mehr erzählen. Ja. Ich kann jemand ganz fett. Okay. Wunderbar. Ihr wollt diesen Gang entlang kriechen. Ihr seid jetzt offiziell aus dem Thunder Loop hinaus und bewegt euch vorwärts. Und ja, dieser Wartungsgang, da sind rechts und links Kabelbäume, da laufen Rohre entlang und das geht so in die Mitte dieser ganzen Anlage. Und ihr kommt zu einem gesicherten Eingang. Das ist so mit so Lasern, die so quer vorgespannt sind. Dahinter ist so eine dicke, fette Sicherheitstür.
Okay. Kann ich schon wieder auf eine Tür schießen, oder? Warum? Wer geht Das überhaupt hat voran? so gut funktioniert bisher. Ja, Ja. der Erfolgsrezepte sollte man durchaus auch häufiger probieren. Never, never change a running system. Okay. Aber ich bin wahrscheinlich ganz hinten, nachdem ich ja so groß bin und das irgendwie alles zäh und Ja. mühsam für mich ist, bin ich Ja. sicher nicht die, die vorläuft. Also es ist ja eigentlich ein Wartungsschacht. Warum sollte das vermint sein, sage ich sehr selbstbewusst. Und geh einfach mal durch die Tür. Also nochmal erwähnen, vorher sind so Lasersensoren. Aus dem Off ertönt eine Stimme, aber es war anders. Aber die letzte Folge seines Podcasts macht Otis postum weltberühmt. Ja, also Otis geht durch dieses Laserdinger durch. Und es gibt einen gewaltigen Rums, eine Explosion. Und ihr seht so Otis an euch vorbeifliegen, rauchend und qualmend. Nach hinten durch. Oh, ja. Und In ich unsere kann Richtung oder durch die in Tür? euch. Otis, mach doch mal ein Death Save, bitte. Wow. Also ein W10 wahrscheinlich. Wir sehen und du musst deinen Wert da drunter schaffen. Oh. Ich habe eine 6 gewürfelt. Und du hast Kann ich noch eine? eine 6 gewürfelt? Was kann ich draufrechnen? Ich kann noch. Ah, Ja, Death Save ist 5 bei runter, mir. runter. Ja, also ich fürchte, Otis Podcast wird postum berühmt werden müssen. Die Geschichte ist auserzählt. Auf der Habenseite hat die Explosion die Tür aus den Angeln gerissen. Danke, Otis. Genau. Ehrt mich bitte post Tja. mortem. Ne? Rettet meine Audio-Files und ladet sie ins Netz. Ja, wir nehmen das Equipment mit und genau. Danke. Legen ein paar Gedenksekunden ein und Ein. Mach's gut, Otis. Außer Otis sind alle ja auch Profiverbrecher, die dauernd Leute hier einsetzen Ehrlich wollen. gesagt Deswegen habe so, ich mich schon mach's auch gut, Otis. ich hab mich schon gefragt, wer Otis eigentlich angeheuert hatte, aber er war ein guter Kerl. Ja. Naiver Medienschaffender. Sehr Als der schön. Kontakt angerufen hat, gesagt hat, könnt ihr den Praktikanten nicht mal mitnehmen? Ne? Na, claro. Also, jetzt durch die Tür. Durch die Tür. Okay, durch die Tür. Ihr kommt tatsächlich in einen Wartungsbereich mit jede Menge Monitoren, Computern, Überwachungsdingern und so weiter, wo man quasi Zugriff auf einen großen Teil der Systeme im Thunderloop hat. Sehen wir die anderen? Also die Drohnenfrau und Tatsächlich, diese auf den, auf komischen den, ihr könnt Igels. auf dem Sicherheits, auf diesen Kameras könnt ihr verschiedene Einstellungen ansehen und ihr seht tatsächlich, dass die Snazzy Eagle und die Drohnenfrau in einem wilden Feuergefecht verwickelt sind. Ja, gut. Ja. Sehr gut. Sind wir hier schon an dem Ort, wo wir unseren Chip hin verbringen sollten? Möglicherweise, ihr müsstet da gucken, ob ihr von hier aus auf das Mainframe Zugriff habt. Es sieht so aus, tatsächlich, ja. Also hier scheint Ja, es schauen wir einen mal. Zugriff zu geben. Mia, würfel doch mal Security and Electronics da, diesen Yes, Tech-Wurf. yes, yes. Und ich habe bei Security und Electronics habe ich insgesamt eine 17. 17. Ja, also es ist so nur ein kurzer Augenblick, bis du die Sicherheitsbarriere überwunden hast. Und dann könnt ihr den Code aus dem Chip in den Mainframe hochladen. Das Mainframe. Dann Wow. Oh. greife ich in meine subdermale Pouch. Wo genau die sich befindet, lassen wir offen. Und ziehe den Chip dort raus. Wunderbar, ja. Du kannst ihn dann in den entsprechenden Slipshot packen. Und es gibt ein kurzes, als er die Daten hochlädt. Ihr wisst nicht, was da drauf ist. Danach wird er wieder ausgeworfen.
Bitte steck ihn nicht zurück in diese Pouch. Es reicht mir, dass ich das einmal gesehen habe. Ich würde vorschlagen, wir rauchen eine Zigarette und schauen, bis die sich umgebracht haben, und dann können wir wieder rausgehen. Das ist perfekt. Ja. Okay, alles klar. Ihr sitzt in dem Sicherheitsraum, trinkt einen Auf Otis. Pernod Otis. Schau Schaut doch auf die mal rein Kamera bei noch mir. in, auf den Video-Stream Santé. zu, wie es weitergeht. Tatsächlich schaffen es die Snazzy Eagles mal wieder in die Mitte und gewinnen den Thunder Loop. Und danach macht ihr euch vom Acker, schleicht euch hinaus und verschwindet in den Schatten und Straßen von Night City, um eure Belohnung entgegenzunehmen. Sehr gut. Yes. Ja, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Es gab ein paar kleinere technische Probleme. Aber es hat ja am Ende geklappt. Nochmal die Erinnerung, wer gerne ein Cyberpunk No Coincidence Buch gewinnen möchte, gesponsert vom Knauer Verlag mit exklusivem Farbschnitt, kann mir an franigo@franigo.de eine Mail schreiben. Einfach nur sagen, dass ihr das Buch haben wollt, und ich lose dann den oder die Gewinnerin raus. Einfach eine Mail schreiben. Die Mails werden nachher gelöscht. Ich behalte keine E-Mail-Adressen, damit wird kein Schindluder getrieben. Keine Sorge, da passiert nichts. Dankeschön an die Gruppe. Leiser, falls du da bist, wink mal kurz. Hallo. Danke an den danke an den heldenhaften Otis. Ja. Die schießwütige Daphne, ich glaube, die ebenso schießwütige Mia und den Zigarillo-rauchenden Johnny. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Genießt die Story, der ist weiter. Der Mickel muss gleich los, der muss nämlich Ja. moderieren auf der Bühne. Und Tom, das wird auch noch was. Story Days laufen noch. Schaut rein, und ich wünsche euch ansonsten noch ein wunderbares Wochenende, und wir sagen hier tschüss. Vielen Dank an dich und an alle Ciao. Mitspielenden. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.